Servus Freunde, herzlich willkommen bei einem neuen Video. Eine Frage an euch, wie geht es eigentlich euch? Ich hoffe, euch geht es wirklich bei diesen kommenden Wintertagen doch sehr, sehr gut. Ich habe mich mal auf dem Markt nach einem Monitor umgeschaut, weil das kleine Display der ZV-10 oder auch anderen Kameras oft schon störend wirken kann. Dabei habe ich mich auf eine Sache fokussiert, und zwar die Displayhelligkeit. Warum? Es gibt Leute, die unter sehr hellen Lichtbedingungen aufnehmen, und dabei ist eine gute Displayhelligkeit wirklich sehr, sehr wichtig. Meine Recherchen haben mich dann letztendlich zu diesem einen Monitor geführt, der gerade montiert ist. Das hier ist ein Monitor aus dem Hause FeelWorld. Um genauer zu sein, heißt das Modell FeelWorld LUT 5 Ultra Breit 5,5 Zoll Touchscreen Monitor. Also ein sehr, sehr langer Name. Das Teil lässt wirklich jede Sonne im Schatten stehen. Die Helligkeit des Displays sind nämlich 3000 Nits. Ich habe mir das Produkt extra für dieses Video bestellt und für euch getestet. Ich bin echt froh, das bestellt zu haben, weil Monitore für Content Creator oder anderen halt Videografen sind schon eine sehr, sehr wichtige Sache, meine Freunde. Vor allem, wenn man draußen mit Kunden aufnehmen möchte und je nach Ort man halt direkt der Sonne unterlegen ist. Die 3000 Nits sind echt der Wahnsinn, und das Teil kostet Stand heute auf Amazon 299 Euro. Ihr bekommt sozusagen quasi 10 Nits pro 1 Euro. Selbstverständlich hat der Monitor mehr auf dem Kasten als die erwähnten 3000 Nits. Wäre auch schon nämlich komisch, weil es halt so teuer ist, wenn es nicht mehr Features geben würde. Aber hat es zum Glück. Betrieben wird das hier mit einer Sony PF Batterie, und am besten kauft man sich hierfür extra eine Sony NP970 Batterie. Ja, richtig gehört, im Lieferumfang ist keine Batterie enthalten und ihr müsst euch selbst eine besorgen. Stichwort Lieferumfang. Was ist eigentlich alles enthalten? Selbstverständlich haben wir den Monitor im Lieferumfang, ist ja logisch, ein HDMI-Kabel bzw. HDMI auf Micro-HDMI, ansonsten könnten wir es ja nicht an unsere Kamera anschließen, ein Mini-Hot-Shoe-Mount, damit man es easy peasy montieren kann, und zu guter Letzt die Anleitung. Diese Batterien, die ich gerade drauf habe, sind ebenfalls in der Videobeschreibung verlinkt. Das sind keine Originale, aber die erfüllen ihren Zweck. Ihr bekommt insgesamt 2 Stück für 42 Euro. Ebenso haben wir hinten rechts am Monitor einen Mount. Um genauer zu sein, ist das ein Sony NPF Mount. Das bedeutet, man kann hier andere Sachen montieren, die dazu passen. Wenn wir beispielsweise einen Transmitter oder etwas anderes montieren möchten, können wir das an dem Sony NPF Mount anbringen. Vorausgesetzt natürlich, es passt auch hierauf. Das Coole an der ganzen Geschichte ist, dass wir hier über diesen Akku das Gerät, was montiert ist, in Betrieb nehmen können. Wenn ihr keinen Akku kaufen möchtet und einen festen Platz für euren Homestudio habt, könnt ihr auf einen Akku verzichten und das mit einem DC-Anschluss in Betrieb nehmen. Stichwort DC-Anschluss. Welche Anschlüsse hat es eigentlich? Wir haben einen HDMI-Eingang, das ist der ganz normale Standard, um das Bild aus der Kamera auf dem Monitor zu bekommen. Danach haben wir direkt daneben den weiteren HDMI-Ausgang. Dieser Ausgang ist nur ein Pass-Through. Und wie ihr schon vom Produktnamen es mitbekommen habt, können wir eine LUT übertragen. Beim HDMI-Ausgang lässt sich über Pass-Through diese LUT aber nicht anwenden. Und neben dem HDMI-Ausgang befindet sich der Kopfhöreranschluss. Darüber können wir uns selbst monitoren und somit Audiosignale prüfen. Auf der Rückseite haben wir weitere Anschlüsse. Zunächst, wie vorher schon erwähnt, der DC-Anschluss, um den Monitor ohne Batterie zu betreiben. Und ebenso haben wir einen DC-Out-Anschluss. Und ich persönlich finde es wirklich sehr, sehr cool, weil wir eine Dummy-Batterie haben und für den DC-Ausgang einen Adapter haben, dann können wir damit unsere Kamera betreiben. Wunderbar, oder? Es gibt ja auch Kameras, die keine guten Batterien haben und diese eben mal sehr, sehr schnell leer gehen können. Dann könnten wir rein theoretisch hiermit es betreiben. Ich finde doch wirklich, dass es eine sehr, sehr coole Sache ist. Wie ist die Bauqualität eigentlich des Monitors? Es ist leicht aus Plastik, also ihr müsst schon darauf aufpassen, wenn ihr damit umgeht. Es fühlt sich jetzt nicht hohl an oder sehr billig an. Es ist eigentlich in Ordnung. Die Sache ist halt, ihr bekommt sehr, sehr viele gute Features für rund 300 Euro. Deshalb kann man hier auch nicht erwarten, dass es aus hochwertigem Metall, Aluminium oder sonst was gebaut ist. Man kann es aber auch so betrachten, dass es ein Vorteil ist. Es ist ja leichtes Plastik und somit lässt es sich damit auch leichter umgehen und tragen und an die Kamera montieren. Das ist, finde ich, auch persönlich betrachtet ein Vorteil. Wenn wir das Monitor mal jetzt mit den großen Brettern vergleichen,
vergleichen wie zum Beispiel die Ninja 5. Das hat nämlich 1000 Nits. Und das von FeelWorld, habe ich schon erwähnt gehabt, im Video hat 3000 Nits. Und warum erwähne ich das aber ganz jetzt nochmal? Ganz einfach. Weil es gibt Leute, die sagen, dass die 1000 Nits ausreichend sind. Aber es gibt auch Leute, die sagen, dass sie Schwierigkeiten haben, draußen, wenn es sehr, sehr hell ist, etwas zu erkennen. 3000 Nits sind wirklich extrem hell und ich blende euch mal ein offizielles Bild von FeelWorld ein. Ich finde, da kann man sehr schön den Unterschied erkennen, wie hell das wirklich aussieht. Vor allem sieht man durch die Helligkeit die schönen Details, die sonst verloren gehen könnten. FeelWorld empfiehlt, die NP90 Batterien zu verwenden und die halten circa 2,5 Stunden und bei meinem Test bin ich auch ungefähr auf dasselbe Ergebnis gekommen. Die LAT befindet sich auf einer SD-Karte und unterstützt wie hier Windows NTFS oder FAT32 und unter Mac OS, MS-DOS oder FAT. So, jetzt kommen wir aber zum lang ersehnten Teil des Videos und zwar zum Monitor selbst. Jetzt kommen wir endlich zum lang ersehnten Teil und zwar zur Kamera und ich nehme jetzt gerade zum dritten Mal auf, weil der Ton nicht aufgenommen hat. Also, auf ein neues. Wir haben die Möglichkeit, das Menü über zwei Wege zu erreichen und zwar, also das eigentlich nicht zwei Menüs, sondern wir haben hier oben ein Rädchen. Wenn wir draufklicken, dann öffnet sich unten quasi, ja, so Kacheln, das ist unten eine Leiste. Und dann können wir einzeln den Fokus Assist, Histogramm, Audiometer und so weiter einstellen oder ganz rechts. Das ist dann hier der Audio, Always heißt das Ganze. Ich habe jetzt noch die Folie drauf, weil ich das ganze Ding wieder zurückschicken werde. Und dann können wir einfach auf Always gehen, einmal draufklicken und dann sehen wir hier alles. Ja, dann haben wir unser Vectorscope, unser Audiometer, Histogramm und die Parade hier unten. Ich mache das Ganze mal wieder aus, zack. Dann haben wir die Möglichkeit über Doppelklick hier dann zum richtigen Menü zu kommen, hier links unten. Ich habe es jetzt auf Englisch eingestellt und viele beschweren sich wahrscheinlich jetzt, wieso ich immer alles auf Englisch mache, aber ist halt so, ihr müsst damit leben, also Pech. Auf jeden Fall habe ich hier die Möglichkeit oben über die Kachel, das soll ein Bildsymbol sein, das gleiche nochmal hier einzustellen, ja, also All Waves kann man nochmal hier einstellen oder Histogramm und so weiter und zum Beispiel die Zebras. Die Zebras habe ich auf 99%. Warum? Weil ich die Paul-Liming-LAT benutze. Die Paul-Liming-LAT habe ich in einem anderen Video schon mal erwähnt, habe ich in der Videobeschreibung verlinkt. Das ist quasi eine Korrektur-LAT. Ich nehme das Ganze nämlich in HLG3 auf und dann wende ich nur noch die Paul-Liming-LAT. So, und dann habe ich die Zebras dementsprechend auf 99%, damit ich den höchsten dynamischen Bereich habe. Des Weiteren können wir hier natürlich noch Monochrom, das wäre Schwarz-Weiß hier einstellen, oder Rot, Grün, Blau, off, okay, ja. Fullscroll hat das Ganze auch. Fullscroller ist, glaube ich, sowas wie Schatten oder extreme Helles, glaube ich, zu symbolisieren bzw. Zu erkennen. Also extrem helle Stellen, ja, die Highlights. Und das war es eigentlich hier. Und dann haben wir hier über das Plus, also das Plus, die Plus-Kachel, können wir hier 9-Grid einstellen. Finde ich auch sehr, sehr cool. Dann wissen wir, okay, wo wir jetzt gerade sind. Das ist jetzt in Schwarz. Ich glaube, das kann man ja genau hier ändern. In zum Beispiel Blue, also Grün. Ich finde aber Gelb ganz gut. Da kann man es besser erkennen. Dann wissen wir, okay, wir sind immer hier in diesem zentralen Bereich, wo wir sein müssen. Und nicht irgendwie zu links oder zu rechts. Man sollte immer, wenn man Videos halt dreht und aufnimmt, versuchen, das Subjekt immer mittig und zentral in einem Video halt aufzunehmen. Des Weiteren haben wir hier noch den Safety Marker. Dann wissen wir halt, dass wir zum Beispiel 70% oder 80% in der sicheren Zone sind. Das heißt, dass wir halt dann wissen, wenn wir irgendwelche Produktaufnahmen zum Beispiel machen sollten, dann wissen wir, okay, das sollte auf jeden Fall in dieser Safety Zone sein und nicht irgendwie zu links im Bild oder zu rechts sein. Dann haben wir quasi so ein Tool, womit wir das Ganze halt genau erkennen und eingrenzen können. Ich mache das Ganze mal jetzt wieder aus. Und das nächste, das wäre hier, ja, Center Marker braucht man nicht, aber Marker-Matte finde ich ganz cool. Und zwar, ich gehe mal von links, dann haben wir die Möglichkeit, nämlich links und rechts komplett schwarz einzublenden. Und dann sehen wir hier diese Stelle im Bild quasi, ja, wie das halt aussehen soll. Warum? Wenn du zum Beispiel Instagram-Reels machst oder irgendwelche anderen Social-Media-Stories, die sind ja meistens mit dem Handy aufgenommen, kann man auch mit einer Kamera machen, dann hat man die Möglichkeit, an diesem Bereich halt einzugrenzen und
dann sehen wir hier alles, was quasi hier links ist, sieht man ja gerade hier in der Kamera, zack, wäre dann nicht mehr im Bild und das ist halt dafür gedacht. So, machen wir das Ganze mal hier wieder aus. Mehr gibt es hier eigentlich nicht. Dann haben wir noch die Lupen, das Lupensymbol. Da können wir hier sowas wie Anamorphic Mode einstellen, sowas wie Kino zum Beispiel. Oder dann können wir hier unsere Videoauflösung hier einstellen, 16 zu 9 oder 16 zu 10, 4 zu 3. Ja, halt gibt es hier so kleine Spielereien. Auch ganz cool, je nachdem, für was man es ganz halt benutzt. Ja, und dann kommen wir zum letzten Part. Ist für mich persönlich der interessante Part. Wir können, wie schon gesagt, LUTs auf das Monitor kopieren. Ihr macht euch halt, eure LUT kopiert ihr auf eine Speicherkarte, steckt sie dann in das Monitor rein und dann geht ihr hier unter RGB, geht ihr hier auf LUT Import. Sobald die SD-Karte eingesteckt ist, könnt ihr dann hier die SD-Karte auswählen. Das Monitor erkennt quasi die LUT und kopiert es automatisch dann hier auf das Monitor. Und dann könnt ihr hier LUT, ich mache das mal kurz aus, das wäre quasi ohne LUT, so sieht das ganze Bild ohne LUT aus. Und dann könnt ihr nämlich hier Imports, also LUT Switch On sagen. Ups, zack. Und dann hier die LUT einfach auswählen. Ja, ich habe jetzt eine LUT kopiert, das ist die Paulime Korrektur LUT für HLG3. Das habe ich gerade ausgewählt. Ja, das dazu. Ansonsten können wir hier unser Display-Helligkeit auf Auto stellen, aber ihr werdet gleich sofort erkennen, sobald das Ganze auf Auto ist, geht Display-Helligkeit automatisch sehr, sehr hoch. Aber jetzt gerade beim Vorführeffekt leider nicht. Ich habe das Ganze hier auf manuell gemacht, damit ihr hier in diesem Bild das Ganze nicht überbelichtet aussieht. Ansonsten könnt ihr das Ganze auch hier hochswipen und dann komplett auf 100% die 3000 Nits dann auslasten. Ja? Und rechts könnt ihr hier die Lautstärke, wenn ihr euch selbst monitoren möchtet, auch so einstellen. Ich mache es mal hier wieder runter, dann könnt ihr ein bisschen mehr erkennen. Ja, unter Einstellungen könnt ihr auf Englisch einstellen oder zum Beispiel hier, da steht Real Backlight, für was ihr das Ganze hier einstellen möchtet. Ob ihr, wenn ihr zum Beispiel hier nach links geht, ob das Volume ist oder was auch immer, das halt eingestellt sein soll. Also, das war's zum Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und beim nächsten Video geht es nicht wieder um zum Beispiel das hellste Monitor, sage ich mal, oder der hellste Monitor, sondern es geht für die ZV-E10 ein Portable Leichtgewicht-Monitor, was auch nicht teuer ist. Und das Video findest du jetzt hier im Anschluss. Da kommst du zum nächsten Video. Bis dann. Ciao.